Hallo und willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening LP. Wir sind im nächsten Level angekommen und... Ach verdammt, falsche Taste. Aua. Du bist, musst auch noch dran glauben, Kleiner. Irgendwie. Komm, einfach nur töten lassen. Eine gute Entschädigung. Auf! Ich werde, glaube ich, immer mit der Zeit langsam schlechter. Na, ihr auch noch da? Ich glaube, ich gehe mal rüber. Da drüben war eine Truhe. Ja, nehme mir die Feder. Was? Nee? Ich glaube, da, ja, bin ich etwas zu kurz gerade mit meinen Sprüngen. Braucht natürlich wieder das Schwert. Ah, oh, guten Herz. Und eine Truhe, die den Kompass hat. Der Kompass! Nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe, ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Das ist natürlich immer schön. Ups, ich will da runter. Dann nehme ich mir gleich mal die Feder. Verdammt. Muss ich nochmal zurück. Ach, klappt doch. Ja. Muss ich die auch wieder in einer bestimmten Reihenfolge töten? Oder muss ich nur die Teile verschieben? Richtig verschieben halt. Ich probier's mal so. So. Und es war richtig, das ist super. Ja, ist hier jemand? Sollte hier jemand was sein? Ich gehe einfach mal wieder zurück. Na, da kann ich ja einen einfachen Weg nehmen. Naja, zurück ist es jedenfalls einfacher als vor. Au. Kein Herz, das ist blöd. Ha, diesmal überraschte mich nicht. Nein, nicht zu mir. Sag mal, der will mich doch auch nur ärgern. Ach, egal, ich lasse den jetzt mal. So, und du da. Nein, ich will dich töten. Lass dich, ja, von mir töten, ja. Ah! Okay. Bin ich so widerstandsfähig? Ah! Die wollen mich treffen! Ja. Komm, einfach nur töten lassen. Ist doch ein guter Vorschlag. Okay, wo gehen wir? Ich glaube, oben hin. Ja, oben klingt gut. Okay, was ist das? Nein! Das klingt irgendwie völlig daneben. Ich gehe weg. Hoffentlich bin ich was unter den Eimern. Nein. 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 Ich habe echt Panik vor dem Tod. Er klingt so. Haha. Ja, und was machen wir mit dir? Komm mal her. Ah.
Was soll das jetzt wieder heißen? Ich habe den doch von hinten angegriffen. Ah, du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Such nach der dazugehörigen Eulenstatue. Ja. Ich denke jedoch, hier ist irgendwo bestimmt eine versteckte Tür. Diese ist ja mittig. Probier mal da. Nein! Okay. Gut, gerade noch Glück gehabt. Das Ding hätte uns töten können. Keine versteckte Tür in der Nähe? Okay, ich lag völlig daneben. Peinlich, peinlich. So, da zurück. Da können wir noch oben entlang, beziehungsweise da mal wen das Graszeug zertrümmern. Vielleicht ist da ein paar Herzen dabei. Wie zum Beispiel jetzt. Ja, das ist super. Na komm, da noch eins. Ach, wäre zu schön gewesen. Aber die zwei sind schön. So, so, so. So, so. Und was hast du zu sagen? Kannst du ein Skelett mit dem Schwert nicht bezwingen, setze eine Bombe ein. Hm, wahrscheinlich deswegen Bomben. Und lass mich ran, da oben ist ein Zwischenboss. Wow. Da ist eine Bombe. Schön da stehen bleiben. Au. Der macht schön Auerschaden. What the fuck? Jetzt lass mich in Ruhe. Okay. Hier hast du eine Bombe. Ja, leb damit. Kriegst sogar extra Bonusbombe. Hier. Arr, du bist stärker als ich. Noch. Aber ich komme wieder. Okay. Nochmal den Deppen erledigen also. So. I'm sorry, aber ich war wohl vor dir an dieser Truhe. Wenn du nach dem Inhalt suchst, komm doch, hol ihn dir bei mir ab. Das war der Depp. Also jetzt bin ich mal wirklich sauer. Der klaute mir das Zeug hier einfach weg. Das kann doch nicht sein. Das wird jetzt echt persönlich. Gubbel, gubbel. Oder Fischi, wie man es halt interpretiert. So. Ey, die sind ja richtig Sprungfische hier. Ah! Ja. Ah! Ich habe einen Teil der Macht erhalten. Ah. Das Feuer ist hier abnormal. Ja. Ich will jetzt nur kurz schauen, was sagst du da oben? Dort, wo sich das Licht der vier Fackeln kreuzt, musst du tauchen. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, von was der redet. Okay. Wie soll ich da wieder zurückkommen, frage ich mich jetzt gerade so schön. Ja, holen wir mal Kraft am Band, vielleicht finden wir hier was. Wie zum Beispiel ein Herz, das klingt super. Und was ist das jetzt, verdammt nochmal? Ah, cool, ich kann da durch. Ah, jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. So, komm, Herz sei runter. Nein. Da traue ich mich immer noch nicht. Na. Kann man so öffnen? Nein. Scheint nicht so zu sein. Dürfen wir wieder einen anderen Weg überlegen, wie ich da vorkomme. Eieiei. Ja, ja, ich hau schon ab, Leute. So, zufrieden. Hoffe ich doch. So. Ich habe jetzt fast volle Energie. Da war unser Kollege. Dann gehe ich mal oben rum. Gefällt mir eigentlich gar nicht. So.
Ja. So, gehe ich schnell mal rüber. Mal schauen, was da ist. Muss ich hier alles umrennen? Aua. Das ist aber ein seltsamer Stein. Ich kenne den Stein. Den kann man umrennen. So, und du, lieber Kollege, kriegst jetzt auch noch was auf die Mütze. Aua, verdammt. Das wollte ich doch nicht. So, schnell mal dadurch. Hey! So. Da gab es ja was zum Tauchen. Ah! Kurzen Prozess bei den Quallen. Ich bin da nicht wie Mario, der da ausweichen muss. Ich schlag drauf. So, mal schauen. Haha! Und was hat das jetzt hier gebracht? Das Eck. Kann ich das wegsprengen? Es ist nur mal so ein Gedanke. Nee. Geht anscheinend nicht. Muss ich mich mit den Gedanken anfreunden, es nicht wegsprengen zu können? Noch nicht. Ja, wie komme ich da ran? Also zum Springen mit Rennstiefel selbst? Zu kurz. Also muss ich jetzt wieder abhauen. Ihr kommt mir trotzdem nicht davon. Ihr lieben Quali-Quali-Qualis. So, und dann können wir ja gleich wieder auftauchen. Ich gehe gleich wieder raus. Ich habe ein Götterahorn. Was es macht, weiß doch jetzt mittlerweile jeder eigentlich. Wenn, für die, die es nicht wissen, es reduziert den Schaden, den ich von Gegnern erhalte. Kurzfassung. Schlecht, hier komme ich nicht drüber. Ja, dieser Stein ist komisch, den können wir umrennen. So, du gehst da oben rum. Dann schiebe ich das hier weg und. Ey, toll. Ah, aber da oben ist eine Truhe. Da können wir an der Truhe ran. Okay, ich schaue jetzt mal oben vorbei. Was ist da? Au. Tut mir alle weh. Da hilft mir auch ein Teil der Macht nicht. Was haben wir jetzt da angelangt? Ja, gehe ich mal oben schnell rein. Als im ersten Raum, wo wir begegnet sind, war ja nur links oben so ein Teil. Hier sind drei Teile. Ich denke mal, wir werden ihnen noch ein drittes Mal begegnen. Oh, yeah. So, kriegt ihr was ab? Ich dir auch was ab. Und du auch. So, was haben wir hier? Eine Karte. Da kann man endlich mal sehen, wie die Räume hier verlaufen. Kurzen Hänger gehabt. Ah, ich weiß schon, was es wieder lag. Ich hasse Avira. Kostenlos und verflucht. Jedenfalls von meiner Seite. So, Hüpfer, die hüpf. Hüpf, hüpf. So, ist hier ein Raum, der nach unten führt? Kann ich jetzt nicht gescheit erkennen. Ich wollte eigentlich jetzt Bomben ausrüsten. Genau. Bringt das was? Nein. Bringt das was? Nein. Irgendwie bringt das gar nichts. Schalter ist gedrückt. Ah, nein, nein. Ach, ich hätte drüber. Ah, ja, unser Kollege. Na, Kleine. Ah!
Du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant, weißt du das? Ich weiß das. Du bist nicht der Erste, dem das auffällt. So, und hüpfer die Hüpf, hüpf. Auch wieder eine Bombe. Ah, du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Und das wie oft? Ich habe noch genug Bomben, um dich locker ein paar Mal wegzubomben. Ich leg's jetzt drauf an. Ich gehe zu dem. Machen. Wieder. Fertig. Meine Güte. Ach, jetzt habe ich mich auch noch verlaufen. Das ist die beste Voraussetzung. Den Raum, wo man gerade war, zu verlaufen. Das zeugt von einem Orientierungssinn eines Steins, oder? So. Ja, ist hier irgendwo ein gewisser Herr Schleim? Beim letzten Mal hat es auch geklappt, die zu töten. Hm. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Aua. Ah ja, jetzt ist er da drüben. So, geh du mal da durch und lass mich in Ruhe. Hallo, Kollege! Außerdem will ich den Gegenstand, den du aus der Truhe genommen hast, haben. Nimm... Na, ich lese mal Text vor. Oh, du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant, weißt du das? Deine Texte werden auch nicht besser. Ja... So. Und? Willst du noch einmal? Ach, du hast sie. Bist schon fertig. Kein Bock mehr. Ah, du bist stärker als ich. Noch? Aber ich komme wieder. Ja, wie oft noch? Ich schlaf gleich ein, Junge. So. Also ich suche mal den Platz, wo er noch sein könnte. Weil das Rumgeäffe wird mir zu blöd hier. Aua. So. Irgendwo gab... Au. Gab es nicht... Wenn wir zurückgehen, noch einen Raum? Ne, da... Das war... Führte uns ganz woanders hin. Ich hole mal wieder das Kraftarmband raus. Vielleicht finden wir unter den Kisten mal was Anständiges. Hier. Yeah. Auf die Vase. Oh. Auf die Vase. So, noch jemand. Ich habe hier eine Vase, ich kann sie benutzen. Also, Leute. Hm, da haben wir aber unsere erste Begegnung. Hm. Hm. So, der ist weg. Der ist auch weg. Toll. So, und was sagt ihr dazu? Bing. Nein, nein. So, jetzt habt ihr davon. Ach nee, das Eck hasse ich doch. So, so, so. Hm. Aua. Kann ich da überhaupt noch was bekommen? Ach, falsche Karte. Ja. Nein, nicht wirklich. Bin irgendwie jetzt leicht verschnupft. Nicht gut. So, du kriegst auch die Mütze voll. Haha, und du auch. Hm, Herz gefunden. Und ein Teil der Macht. Das ist immer nützlich. Gut. Gehen wir mal wieder darum. So. Altbekannter Weg könnte man schon fast sagen. Ach, ich gehe nochmal ein Bild zurück.
So. Okay, gerade noch geschafft. Haha. Ah, und da ist Tür Nummer 4. Natürlich. Natürlich hole ich erstmal Bomben. Und. Du schon wieder. Du gibst einfach nicht auf, oder? Okay. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt mache ich dich fertig. Ja, darauf warte ich ja. Und spreng her. Ich schleuder dich wieder zurück. Du fällst zusammen. Ich lege eine Bombe und boom. Ach, du hältst jetzt mehr als 2 aus. Ah, auch gut. Soll mir nur recht sein. Ach, er hält aber dafür nur 3 aus. Haha, und was haben wir da? Jetzt besitzt du einen Enterhaken. Damit kommst du über Schluchten. Also das ist mal cool. Nein, das will ich nicht. Ein Enterhaken. Ich wollte schon immer einen. Ha, ich spiele jetzt damit wen. Hahaha, es macht so viel Spaß. Ich enter euch.